für Orion! Okay, hier sind schon die Götzen drin. Jetzt werden wir keine Wachen mehr begegnen, sondern den Götzen. Die Frage ist nur, was ist schlimmer, die dämlichen Wachen oder die Götzen? Eine Chance, mich zu bewähren. Ich denke, die Götzen sind schlimmer. Die Götzen sind so extrem fanatisch bei der Sache hier. Ah, kriegen wir den? Oh, mir platzt der Schädel. Zwei auf einmal ich wieder. Muss mich konzentrieren. Irgendeine Idee? Plan B? Das Feuer hier bietet natürlich jede Menge Licht. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Aber wir könnten hier so eine kleine Ablenkung machen, indem wir hier dagegen feuern. Die Götzen werden dich holen. Die Götzen werden mich holen. Ich habe nämlich eine Idee. Wir müssen es tun. Keine Sorge, die schlafen nur. Du versteckst dich in der Dunkelheit. Warte mal, wir locken sie nochmal hier hin. Wir haben ja zwei von denen. Keine Spur. Gleich habe ich dich, Ungläubiger. Boah, wir fallen nach unten. Vor dem Licht nicht verbergen. Jetzt bin ich hier. Na toll, aber wir haben sie schön alle gesammelt. Und jetzt passt mal auf. So einen kleinen Massenmord. Einer hat's überlebt. An uns kommt er nicht vorbei. Der Glückliche. Die Ungläubigen müssen im Namen der Dämmerung leiden. Bam! Hey, wir finden ihn, Bruder. Hey! Ich hatte keine andere Wahl. So viele Götzen. Das hätte ewig gedauert, hier durchzugehen. Ergib dich und ich bin vielleicht gnädig zu dir. Und wir hauen dich weg. Denn immerhin hast du die große Explosion überlebt. Der hatte Schweineglück. Okay, sonst sollte hier niemand mehr in der Nähe sein. Hier waren wir ja überall. Haben wir hier Blut? Jede Menge Blut. Boah, wie viele haben wir denn hier zerlegt? Hat der noch einen Schädel? Ja. Was haben wir hier? Ein Dokument. Beschädigter Flügel. 9 von 12. Okay, hier können wir nicht durch. Gas. Gas und ein offenes Feuer. Eine sehr gute Kombination. Golden. Ah. Aha, aha, aha. Und niemand in der Nähe. Was haben wir hier? Nehmen wir mit. Man weiß ja nie. Eventuell müssen wir hier nochmal werfen. Garrett! Ich rutsche ab! Ja, und jetzt sind wir wieder hier, wo alles begonnen hat. Ein Dieb sollte nie zum Ort des Verbrechens zurückkehren. Aber der hier verfolgt mich. Irgendwo hier drin geht es hinunter zum Laboratorium. Irgendwo hier drin. Ist immer noch hier. Irgendwo. Wir haben 9 Mohn gefunden und wir haben hier 2 Männer. Der eine hier hat eine Fackel in der Hand. Fackeln sind eher weniger cool. Also ignorieren wir die. Denn es könnte sein, dass wir auch so den Weg finden. Können wir nach oben? Aber ich wette, wir müssen nach unten. Wieso sollte man nach oben gehen? Hier ist ja wirklich einiges passiert. Und die hier bleiben immer schön zusammen. Ist das richtig Schwermut. Ja, komm schon. Jetzt oder nie. Ein harter Schlag von hinten. Und hier drüben mit dir in die Ecke hin. Oh nein. Kommen da schon wieder neue rein?
Oder könnte jemand über mir sein? Der will hier plündern. Aber wir sind ein bisschen schneller unterwegs. Hier ist jemand. Ja, ja, mach du nur. Gut, ein neuer Safe. Mich kriegst du nicht. Hier drüben war schon jemand. Wo bist du? Eine Bürgschaft. Okay, die Kombination. Lass mal den hier wegräumen. Versteck dich nur schnell. Ich weiß jetzt, wo du bist. Was haben wir hier drüben? Nehmen wir auch mit. Na, die sind hier voll am Looten. Na, Jungs. Da wollt ihr rein? Da gehen wir rein. Irgendwie. Ich habe noch keine Ahnung wie, aber irgendwie kriegen wir es hin. Okay, hier waren wir schon. Hier waren wir. Aber wie kriegen wir da hinten den Safe auf? Es muss irgendeinen Weg geben. Noch die Schere mitnehmen. Was haben wir hier drüben? Ein Gemälde. Frau mit Frosch. Wunderschön. Das nehme ich mit. Nun gut. Irgendeine Idee? Ja. Eine geniale Idee, wie wir den hier öffnen. Dagegenhauen? Ist dagegenhauen eine gute Idee? Schauen wir mal hier in die Dokumente rein. Und zwar wieder Kapitel Nummer 6. So, der versenkte Brief. Entlassungsschreiben. Der Brief des Verwalters. ...889 hatten wir schon. Grundriss. Karte. Nee. Ich habe keine Idee. Nochmal hier drüben hin. Denn wir hatten ja noch einen Raum, wo wir rein können. Und zwar den hier. Hier sieht man es. Wir können irgendwas hier mitnehmen. Wir können sogar irgendwas bewegen. Und wir können wohl hier über die Rohre. Na, mal hier hin. Ja, das scheint zu funktionieren. Das sieht ziemlich gut aus. Das hier sieht ziemlich... Oh. Was haben wir hier? 017. Ganz wichtig, unbedingt merken. 017. Geheimer Raum. Lose Enden. Die ganzen Sachen hier, die nehmen wir mit. Doch wie kommen wir zurück? Raus hier aus dem geheimen Raum, wieder hier den Weg. Null, eins, sieben. Eins. Sieben. Meins. Und meins. Siegel der Wache. 3000 Gold. Ziemlich viel.
Okay, der hier noch mit der Fackel in der Hand. Ich muss mehr schlafen. Mehr schlafen? Bitte sehr. Gute Nacht. Gut, jetzt können wir uns hier frei bewegen und wir sollen einen Weg finden in die Kathedrale hier nach unten. Ah, hier drüben. Das könnte ein Weg sein, keine Ahnung. Gehen wir mal hin. Hep, 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 hep. Und jetzt bin ich wieder hier oben. War kein Weg. Nee, es muss ja irgendwie nach unten gehen. Also, wir sind hier in der Kammer drin. Hier können wir hoch. Na, Garrett, irgendeine Idee? Kann man irgendwie vielleicht hier bei dem Boden irgendwie oder hier drüben? Ah! Was haben wir hier? Neue Karte. Sieht doch ganz gut aus. Geheimgang. Und hier könnten wieder Fallen überall sein. Ganz viele fiese Fallen. Labor. Was haben wir hier drüben? Das nehmen wir mit. Und hier ein neues Dokument. Löwenindustrie. Seil. Wir werden also hier bestimmt ein Seil brauchen. Das ist das Ursteinfragment. Aber was ist das für eine Vorrichtung? Egal. Ich muss das gute Stück da irgendwie rauskriegen. Okay. Das könnte funktionieren. Was haben wir hier? Wieder ein Buch. Schwanengesang. Reparaturbericht, Labor. Darunter liegen lassen. Also hier irgendwie. Nee. Kann man ja nicht runter. Okay, jetzt legen wir los. Garrett ans Werk. Wir sehen hier so einen Riss. Erstmal hier noch ein bisschen umsehen. Da drüben ein Seil. Fortschritt. 10 von 13. Da sammeln wir ja gut was ein. Und wir werden uns mal hier ranhängen. Und jetzt ein großer Sprung. Also, wenn wir hier nicht was kriegen, irgendwas super Wertvolles. Ich sagte super wertvoll und nicht nur so mäßig wertvoll. Ah! Guter Fund. Hat sich mal wieder gelohnt. Einen seltenen Ring gefunden. Und jetzt drehen wir am Rad.